Hallo, diesmal zeige ich euch, wie man mit Le Conjugateur ein Spiel herstellt für vier Personen. Ein bekanntes Spiel, es ist Eile mit Beile. Man braucht dazu richtig viele Verben, also nehmen Sie da die Lektionen bis. Nehmen mal da. Ja, das sind schon fast wieder zu viele. Ich nehme da mal 74 Verben hier von Band 5 bis 6. Gehe weiter zur Druckerei, Eile mit Weile, einmal anklicken. Auf diesem Spielplan haben 60 Verben Platz. Das heißt, die ersten 60 Verben werden da eingefüllt. Und mach's mal ein bisschen größer. Und diese Verben werden da nummeriert und auf dem Spielplan eingesetzt. Wenn ich es kleiner machen, kann man da noch die kleinen Tipps lesen. Also ein Tipp ist mal, dass man das Ganze dann, wenn man es auf A4 ausgedruckt hat, auf A3 am besten vergrößert und das Lösungsblatt gleich den Spielern mitgibt. Die Regel mache ich so, dass die Schüler da einfach nur auf dem Feld landen dürfen, wenn sie die Übersetzung auf Französisch kennen. Sonst müssen sie dort bleiben, wo sie hergekommen sind. Mach mal den Druck hier auslösen. Geh weiter, auch wenn ich da jetzt mehr als 60 Verben habe, das ist mir jetzt egal. Jetzt wird das auf ein A4-Blatt gedruckt. So, und dann kommt das Lösungsblatt oder die Lösungsblätter. Jeux de petits chevaux heißt das auf Französisch übrigens. Eile mit Weile. Und dann haben wir das schon erledigt. Das Blatt mit den Lösungen liegt dann verdeckt auf dem Tisch. Und wenn sich die Schüler nicht einig sind, wie die Lösung heißt, können sie da schnell nachschauen. Unten wird immer noch angegeben, wo die Verben, welche Verben das ausgesucht wurden und wie viele und das Datum. Das wäre es schon gewesen. Ich wünsche viel Spaß beim Spielen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.